Und jetzt der Jedo-Klassiker Jan gegen Dennis. Das dauert entweder ganz schön lange oder es wird ein 3-0 in eine Richtung. Das ist auf jeden Fall mein Call. Die haben schon so viele Game 5 Sets gespielt. Aber Dennis hat in letzter Zeit ganz schön viele Sets hintereinander gewonnen. Das ist auf jeden Fall, was ich in den letzten Wochen gehört habe. Man denkt natürlich, dass das Matchup auf jeden Fall besser für Puff ist. Würde ich agreeen, aber auf jeden Fall nicht unwinnable. Zumindest auf diesem Level. Natürlich auch die Frage, wo die jetzt hingehen werden. Noch ein Getränk.
Bonsoir, mes amis. Was ist ab mit ihm? Willkommen zu Game 3 von Third gegen Young Ulrich. Tut uns leid, dass wir Commentary ein bisschen lückenhaft gestalten mussten. Gerdmann und Dominik halten hier die Festung so stark sie können. Und der Rest ist ein bisschen Orga-Stress gerade gewesen. Aber ihr seid ready. Ich weiß, ihr seid hype. Ich sehe hier das Gameplay, das alle Melee-Fans ins Herzen höher schlagen lässt. Und ich bin bereit. Ich bin bereit für Commentary. Richtung Top 4 wird es auch besser. Ich verspreche es. Okay. Hier ist das Ding. Jan, Third, ist hungrig. Er ist der Wolf. Er ist der hungrige Wolf. Er hat nicht gegessen. Er will... Oh mein Gott, er fängt den Turnip. Er will diesen Win mehr als jeder andere irgendeinen Win haben will im ganzen Game. Und Jan Ulrich ist einfach der... Er ist einfach der Bär. Er hat einfach gegessen. Er sitzt in seiner Höhle im Winter. Und er ist so richtig so... Ich muss mich hier nicht rausbewegen. Come get me. Und das ist der Kampf, den ihr seht. Und deswegen sieht es so aus, wie es aussieht. Weil Füchse prinzipiell nicht so viel Chance gegen Bären haben. Ich mag aber die Turnips fangen. Und das auch sauber getradet. Und Jan ist hot. Look at the dashes. The dish. Oh mein Gott. Okay, okay. Wenn man das einen Edgeguard nennen kann. Sauber. Sauber exekutiert. Setz dich. Es ist viel hyper, als Leute sagen. Es ist erstens even, auch wenn es 2-0 steht. Und Third macht einfach einen richtig sicken Job. Er fängt die Turnips, erklärt alles. Und er hält irgendwie Center Stage richtig solide. Also irgendwie schafft er es halt die ganze Zeit im Neutral so keinen Space zu verlieren. Nevermind. Oh, da auch das wieder. Close. Einfach close. Mal gucken, ob er es so schaffen kann. Weißt du irgendwas über das Matchup, was so Stages angeht? Ist FD so ein krasser Counterpick für Peach? Also, die Sache ist so, Puff kann halt auf FD keine Jumps refreshen. Ja. Allgemein ist es relativ gut, weil Peach halt so mehr Ground spielen will, glaube ich. Okay. Allgemein Plattform halt mehr, viel mehr Puff-favored ist. So Turnips ausweichen, nicht so easy hier auf der Stage. Oh, hat er das? Jo. Aber ich bin bei weitem. Der Upsmash! No! Die Crowd findet es richtig geil. Alter, er kriegt. Kriegt er die Ledge? Oh mein Gott. Schade, ein bisschen zu spät. Das wäre ein krasser Vorteil gewesen, so früh. Kriegst du normalerweise keine Kills. Bär? Tut richtig weh. Oh! Er wartet auf die Wall, das kommt nicht. What is that movement, Eis? Dan ist super geduldig. Ja. Einfach schön am Shielden. Reinrollen mache ich nicht, da wird man nur gepunished. Das ist die Wahrheit. Oh, die Dash Attack. Greedy as fuck. Geil. Alter, es ist richtig hype, okay. Oh, lol. Jan hat trainiert. Jan hat trainiert, Rüben gefangen das ganze Wochenende über. Verpasst. Oh, krass. Nein. Into up, ja. Boah. Mies. Okay. Blub, 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 blub. Schön. Richtig soft in richtig hart. Und ich mag Meine auch die. Der tötet schon. Aber kein Jump. Das sollte ja, es sein, voll. Ja. Boah, krass. Okay, Last Stock. Oh, fängt sein eigener Turn. Richtig krass. Ich glaube, Jan holt es einfach. Ich habe es irgendwie so in den Eiern. Wirkt zumindest so. Krass, wie in Control er ist. Er kriegt auch so die Prozente. So, gerade in solchen Matchups hast du halt immer so kleinere Strings, die du kriegst. So halt so ein, zwei Hit-Kombos. Und da ist halt so jeder Prozent, jeder Hit entscheidend. Sowas. Und wenn er jetzt schon so eine Lead hat... Und ja, das war's. Crazy. Krass. Richtig souverän von Jan. Da freut er sich richtig doll drüber. Ja, normalerweise ist es halt super close und die Sets gehen richtig lang. Aber jetzt ist es ein Free-Hour einfach. Krass. Richtig solide. Ich habe ihn noch geshit-talkt am Anfang. Ich war so, ey Jan, das ist einfach der Kleine, der ist so wild die ganze Zeit und der kommt nicht ran, aber es war Bullshit. Der hat einfach, ich glaube, der hat die letzten Male auch immer verloren, aber jetzt, wo es auch wichtig ist, ja, Mann. Gewinnt er. Das stimmt. Under Pressure, richtig geklärt. Willst du rein? Komm, das ist das Set, das du willst. Ich habe euch Geldmann überlassen. Bitte sehr. Sei gut zum Stream.